So, hallo Leute. Wir wollen heute kurz über die Psi-Analyse, also von einem Text reden. Das ist im Prinzip eine vereinfachte Variante des Chi-Quadrat-Tests. Der Chi-Quadrat-Test ist eine speziellere Form davon, aber brauchen wir nicht so sehr. Es geht letztlich darum, dass wir verschlüsselte Texte knacken wollen damit oder die Qualität von des Textes bestimmen. Das geht darum, um die Gleichverteilung von Zeichen in einem Text. Je gleichverteilter er ist, desto höher ist der Psi-Wert, bis er von zwischen 1 und der und wird dann irgendwie kleiner entsprechend. Wir sehen, dass sie normalerweise die nicht gleich verteilt sind. Das Enirestar und so weiter, das hatten wir schon im Unterricht rausgekommen, ist die Häufigkeit in deutschen Texten. In anderen deutschen Texten ist sie etwas anders und in englischen sieht das dann auch nochmal anders aus. Und hier sieht man, dass die irgendwie teilweise unterschiedlich verteilt sind. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, wenn wir das Programm irgendwie dafür irgendwie angucken. So, Buchstabenhäufigkeit ist das Ding. Das kommt natürlich also nachher in die in das in den Text unter dem Video. Der Chi-Quadrat-Test ist ein Text, der eine Verteilungsanalyse von einem Text macht, also von wegen der Unabhängigkeitstext Test. Das heißt, wie unabhängig sind diese Sachen einem Gleichverteilten? Ist es dann sehr, ist es so gering, dass so, wenn man sagen wir mal, ja, ich probiere das, ich rede gar nicht lang rum, sondern wir probieren das gleich aus mit dem was ist das denn jetzt schon wieder? Schon wieder der. Da ist er. Gut. Hier haben wir den, den Pi, auf dem ich jetzt gerade drauf bin. Natürlich ist das auch im GitHub. Das werde ich auch nochmal verlinken unten in der Beschreibung zu dem Video. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wie das aussieht. Dafür habe ich ein kleines Testprogramm geschrieben, mit dem ich irgendwie ein bisschen mal zeige, wie das geht. Und dieses Testprogramm lädt dieses klassische Krypto, also das ist C-Krypt, die Library, die ich gemacht habe für euch. Und dann gehe ich das einfach mal durch. Ich gehe das durch mit 7a, also mit 7 mal a oder mit a, b, c, d, e, f, g. Da kann man das dann sehen und ich nehme hier, also dieser Psi-Test kann gemacht werden über ein Zeichen, über Zeichenpaare, dann wäre es 2, Triple und so weiter. Oder sogar über Worte, dann sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Dann schreibt man da keine Zahl rein, sondern sagt man irgendwie, alles, was nicht Leerzeichen oder Punktuation ist, das möchte ich sozusagen in einen Text haben und dann wird das entsprechend ausgewertet und dann kann man das irgendwie, ich lasse das einfach mal laufen, das ist mehr als 1000 Worte. Und dann können wir uns das nämlich angucken, wie das funktioniert. Also hier sehen wir, dass wenn 7 mal irgendwie hintereinander das A repetiert wird, dann ist das 1 der Psi-Wert. Wenn wir das 100 mal repetieren und dann noch ein B dahinter hängen, dann ist es ziemlich nah an 1. Wenn wir AB schreiben, also ein 50-50-Verteilung zwischen 2 haben, dann haben wir 50. Wenn wir 6 mal das A nehmen und einmal das B, dann ist das irgendwie auf jeden Fall niedriger als das hier. Und so geht das irgendwie weiter, bis wir irgendwie bei A, B, C, D, E, F, G haben. Da haben wir genau 0,43 und das gucken wir 0,143 und das gucken wir uns mal an. Ist gleich 1 durch 7. Das ist genau das, was wir dort haben. Das heißt, wir haben genau ein Siebtel. Das ist das, was wir zu erwarten haben, weil wir genau 7 Zeichen haben. Ja. So, dann habe ich dasselbe gemacht mit Worten. Und hier kommt zweimal dasselbe Wort vor. Das sind diese sind irgendwie praktisch beide haben 6 Worte, wie man hier vorne sieht. Und hier wird ein Wort zweimal genommen. Hier sind sie alle einzeln. Und deswegen ist der mehr Häufigkeit hat, höher im Wert als der weniger Häufigkeit hat, der ist niedriger. Und das ist dann 0,167. Und das muss natürlich wieder, wenn ich nochmal in Lua reingehe,
gleich 1 durch 6 ist genau ein Sechstel und das ist genau das, was wir hier sehen. Gut, das heißt, der Psi-Wert ist relativ einfach zu sehen. Wie ist das gemacht? Im Detail, C-Crypt, wir gucken uns das mal kurz an. Ich schreibe das nämlich gar nicht irgendwie live jetzt mit, sondern ich zeige euch das einfach. So, hier unten ist die Psi-Funktion, die habe ich direkt an die Strings gekoppelt, deswegen kann ich irgendwie mit Doppelpunkt arbeiten. So. Gut, was mache ich? Ich habe ein paar Variablen deklariert, Psi, Summe und eine Tabelle. Hole mir hier die Tupel, das heißt, das sind die einzelnen Buchstaben, das heißt, ich packe die Buchstaben in eine Tabelle und die Summe und ziehe den Kram durch. Das mache ich hier oben bei der Count-Tupel-Geschichte. So, das ist alles, was ich tue. Dann mache ich Folgendes. Ich nehme jeden einzelnen Buchstaben, der da aufgetaucht ist. Die Häufigkeit nehme ich zum Quadrat und addiere sie zu dem Psi-Wert. Das heißt, ich addiere sozusagen die einzelnen Vorkommnisse zum Quadrat. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich 7 Buchstaben habe und alles ist A, ist das einmal 7 Quadrat 49. Wenn das irgendwie A, B, C, D, E, F, G ist, dann ist es 1, 2, 3, 4, 5, also 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat plus 4 Quadrat, also 7 am Schluss. Also zwischen 49 und 7 spielt der ganze Kram dann bei einem 7 Buchstaben, wie unserem Beispiel vorhin, ab. Und danach teile ich, wenn ich damit durch bin, durch diese kleine Schleife, dann teile ich das durch das Quadrat der Summe. Ja, das sind also 7 Zeichen gewesen insgesamt. Und ich teile das dann also durch 49 an der Stelle. Das heißt, entweder ist das Ding 1, wenn es 49 durch 1 ist, oder es wird kleiner. Ja, also die Größe, der größte Faktor ist, wenn ein großer da ist und der ganze Rest weg ist. Anders als ich das, ich habe einen Fehler gemacht im Unterricht letztes Mal, als ich das erklärt habe. Ich war irgendwie unaufmerksam. Ich war ziemlich fertig durch das Radfahren. Und hier ist hier gebe ich das dann zurück, also ich gebe den Psi-Wert zurück, ich gebe die Summe zurück, also praktisch die gezählten Zeichen, die ich da habe, die vorgekommenen Zeichen, und ich gebe die Zahltabelle zurück. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das dann aussieht. Also, wir haben gut, ich habe schon wieder Telefon hier. Kleinen Moment. Christoph, bis gleich. Ich bin gerade am Video abzeichnen. Okay. Ja, ich kann es nicht abschalten hier. Okay, bis gleich. So. Nervig, aber so ist das halt. Ich kriege irgendwie das Telefon hier nicht abgeschaltet. Das war eben schon bei der letzten Aufzeichnung ist das schief gegangen. Jetzt mache ich das, jetzt ziehe ich das durch. So, deswegen mache ich das normalerweise erst nachts, diese Aufzeichnung. Gut, also waren wir eben stehen geblieben. Wir haben die Sache und jetzt will ich das hier mal zeigen, wie das läuft. Also, ich habe hier ein paar Analyse-Files gemacht. Das heißt, das erste ist Analyse Lua, das habe ich gezeigt. Und ich zeige dieses Analyse-File. Und das gucken wir uns mal kurz an. Da ist eigentlich nichts Großartiges drin. Ich öffne ein File, und zwar das erste Argument, das dahinter ist. Das ist ein File-Namen oder Standardeingabe. Das ist egal, das spielt keine Rolle. Da ist das File. Ich lese das gesamte File ein mit File-Read. Alles in dem File wird irgendwie in den Text gepackt. Ich schließe das File. So, jetzt ist im Text mein File. Das heißt, was auch immer das für ein Text war, der ist da drin. Hier säubere ich dieses Ding, das heißt, ich sage irgendwie alles was nicht im Bereich Unicode ist, das möchte ich bitte durch nichts ersetzen, das soll gelöscht werden. Dann soll alles, was ein Satzzeichen ist, eine Zahl, ein Zeilenvorschub, ein Tab, ein Seitenvorschub und ein paar Sonderzeichen, die irgendwie ab und zu auftauchen, das soll gegen Leerzeichen gewechselt werden. Und wenn es mehrere Leerzeichen hintereinander gibt, dann soll das gegen ein Leerzeichen gewechselt werden. Also, und das ganze Ding soll dann noch in Toloa, das heißt in Kleinschrift umgeführt werden. Dann rufe ich eigentlich schon irgendwie den Text, den gereinigten Text mit Psi auf und habe praktisch meine Werte und die gebe ich dann aus. Das probieren wir mal aus. Ich habe hier ein paar Texte.
Und wir sagen mal Analyze File und wir holen uns mal den eisernen ha Text. Eisernen Heinrich, das ist ein kleines Märchen von Grimm. Und da sehen wir irgendwie 17%, irgendwie taucht das Space auf. Dann kommt schon Enrisat hat und so weiter. Das ist ungefähr genau das, was wir hier irgendwo in der Buchstaben hatte. Enrisat, das ist genau das, was wir zu erwarten haben. Das ist genau das, was wir bekommen haben. So, das heißt, das ist sehr schön. Psi ist bei ungefähr 0, bei ungefähr 8%. Das heißt, da ist unsere Buchstabenverteilung. Das können wir jetzt mal machen, noch mit einem anderen Text. Nehmen wir irgendwie einen anderen deutschen Text. Dann haben wir mal den von Wallenstein, von Schiller. Und wieder sind wir bei ungefähr 0,8. Also 0,08 meine ich. Wieder dieselbe Verteilung, die wir hier haben. Dann haben wir, das ist also, das hat wieder einmal frei funktioniert. Dann können wir uns den, dann holen wir uns mal einen englischen Text, den Seewolf, Sea Wolf von Jack London. Und da sehen wir, da ist die Buchstabenverteilung anders, die ist typisch englisch. Und wir sind bei 0,79, das heißt, wir sind ungefähr auf demselben Niveau, aber es gibt eine, es gibt, ist ein bisschen anders in die Independence. Hier ist es niedriger, das ist eigentlich typisch für Englisch, weil weiß nicht, Alice in Wonderland ist auch nochmal da, ist auch Englisch, wie man sieht. Hier ist es eher höher. So, wir hatten irgendwie gesehen, die durchschnittliche Wortlänge von deutschen Worten ist 5, die durchschnittliche von englischen ist 4. Das heißt, wir haben normalerweise mehr Spaces in einem englischen Text als in einem deutschen. Im deutschen sind es eben nur 16 Prozent. Hier oben hatten wir den 16% von Wallenstein. Da haben wir 17% von dem Eisernen Heinrich. Und hier unten haben wir eigentlich ziemlich irgendwie häufig 20% Spaces für englische Texte. Das heißt, die sind nicht so gut verteilt und sollten deswegen höher eigentlich im Wert, in der Wertung sein, der Endwertung. Und was wir hier auch feststellen, bei 0,3 sowieso ist das der Fall. Es kommt darauf an, wie man die, wie man das macht. Wir haben hier die, hier haben wir die Verteilung. Das kommt auch alles irgendwie unten rein. Hier sieht man praktisch diese Koinzidenzindex. Das ist praktisch dieser Psi-Wert, den wir irgendwie ausrechnen. Im Deutschen 0,76 ohne Spaces wird das hier gemacht. Die hätte ich jetzt auch filtern können dafür. Im Französischen, im Englischen sind sie etwas niedriger, also 0,65, was ich gesagt habe, typischerweise etwas niedriger, weil die Worte kürzer sind und nee, eigentlich müssen sie höher sein. Ha, na gut. Das ist eigentlich nicht wahr. Naja, egal. Achso, wegen der Spaces. Die Spaces sind nicht da, richtig. Wenn die Spaces nicht da sind, dann irgendwie wird das, dann ist der englische Text ein bisschen gleich verteilter. Der deutsche hat mehr doppelte Zeichen. TT, MM, NN und sowas ist relativ häufig im Deutschen. Und wir haben sehr viele Artikel, die im Englischen nicht so viel da sind. Aber dafür haben wir ein A. Aber naja, gut, egal. Also jedenfalls, da gibt es irgendwie solche Unterschiede und daran kann man eigentlich dann häufig Texte erkennen, ob sie Deutsch sind, Englisch oder so weiter. Deutsch, Französisch, Italienisch, das ist alles ziemlich schwer, nah beieinander. Das ist schwer auseinanderzuhalten. Spanisch. Aber das Englische fällt ziemlich raus, zumindest solange man die Spaces weggenommen hat. So, das ist auch eine ganz schöne Sache. Hier ist das auch nochmal drin. Leider habe ich diese Geschichte mit dem Psi, habe ich nur im Friedrich Ludwig Bauer gefunden. Das ist hier im Wikipedia nicht vorhanden. Vielleicht findet das man im englischen Wikipedia, habe ich es nicht geguckt. Zipfsches Gesetz nochmal hatten wir auch nochmal drin. Gilt für alles. Worthäufigkeit bei Effi Briest, Buchstabenhäufigkeit in deutschen Texten oder die Größenverteilung von deutschen Städten, alles dasselbe. Hier seht ihr irgendwie, dass die irgendwie nach dem Zipf'schen Gesetz immer kleiner werden, also immer dieselbe Art von Verteilung haben. Das ist ein Naturgesetz.
Das ist im Prinzip genauso wie diese Pareto-Verteilung. Hier ist sie nochmal irgendwie erwähnt. Ist eine ganz wichtige Sache. Und damit kriegt man die Texte geknackt an diesen Unregelmäßigkeiten. Da kann man nämlich, wenn sie verschlüsselt sind, und da werden wir dazu kommen, das heißt, nachdem wir mit Caesar fertig sind, verschlüsseln wir nach Vigenère. Und um Vigenère zu knacken, brauchen wir diese ZIP-Geschichte. Und da können wir jetzt, habt ihr es als Werkzeug. Ich habe euch gezeigt, wie das geht. Jo, und jetzt kommen wir irgendwie zu einer kleinen Lektion im Sinne von, wo habe ich eigentlich die Texte her? Ja, ich habe sie von Gutenberg geholt. Gutenberg, das Projekt Gutenberg ist super. Aber ich glaube, das Projekt Gutenberg, wenn wir sagen, wo ist denn jetzt hier der, da ist der Dings. Wenn ich jetzt einfach mal mein Tor ausschalte und sage, ich bin wieder in Deutschland, was passiert denn dann? Ja. Dann rufe ich die Seite nochmal auf und was sehen wir dann? Oh, das ist geblockt. Wir dürfen nicht zugreifen auf Projekt Gutenberg. Warum dürfen wir nicht zugreifen auf Projekt Gutenberg? Ja, da gibt es irgendwie hier eine kleine Erklärung, dass es da ein Gerichtsverfahren zu gibt und das ist ein kleiner Rant, der noch kommt. Die wunderschönen Leute vom Fischer Verlag haben geklagt gegen Projekt Gutenberg, was eine amerikanische Firma ist und das außerhalb ihrer Restriktion liegt, dass irgendwie Sachen von Heinrich Mann, Thomas Mann und Alfred Döblin da noch drin sind, die noch nicht 70 Jahre tot sind. Und deswegen ist im Deutschen, das ist ja irrsinnig, 70 Jahre nach Tod des Autors ist es immer noch irgendwie aktiv. Das Copyright und weil da irgendwie sechs, nee, wie viel sind das? 16, 18 Bücher drin sind im E-Books, haben die jetzt verklagt. Ungefähr 60.000 Leute sind weg. Und ja, das ist eine digitale Bücherverbrennung, so würde ich das nennen. Vertreten werden sie von den herzlich guten Leuten Waldorf Frommer aus München. Die sitzen übrigens auch in einem reichen Viertel hier in Blankenese in Hamburg. Da sitzen, glaube ich, auch Waldorf Frommer. Die kennt man eigentlich, wenn man mal abgemahnt wurde von solchen freundlichen Herren. Und ja, sagen wir es mal so. Das ist auch eine Art und Weise, Bücher zu verbrennen, indem man Bibliotheken kaputt macht. Bibliotheken mit gemeinfreien Werken der Allgemeinheit sperrt. Nicht wegen Gutenberg, sondern wegen sowas und sowas. Wer vertritt unsere Rechte, also die Rechte der Menschen in Deutschland? Wilde Bolger Solmecke. Ich denke, den kennt man auch von YouTube, ich wollte es nochmal so sagen. Und die werden verteidigt, also Gutenberg wird verteidigt von denen hier. Und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich hoffe doch sehr, dass nicht schon wieder Bücher verbrannt werden in Deutschland von Heinrich Mann, von Thomas Mann. Und ich weiß nicht, ob der Alfred Döblin auch verbrannt wurde. Jetzt ist er verbrannt worden. Ja, diese Leute kennt man eigentlich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es dasselbe ist, was die machen. Also wenigstens nicht aus denselben Gründen. Aber es kommt, läuft auf dasselbe hinaus. Und das kann man irgendwie einfach mal so sagen. Gemeinfreie Werke, das ist Kultur. Das ist unsere Kultur. Das ist die Kultur nicht nur von Deutschland, sondern von der ganzen Welt. Auf die Kultur ist Gemeinschaft, ist Gemeinsamkeit. Und für 18 Bücher diese Gemeinschaft und diese Gemeinsamkeit kaputt zu machen, da könnte man schon mal ranten drüber. Tue ich nicht. Ist ja wohl alles rechtens. Ob das ist es gerecht? Nein. Ist es recht, dass sie es machen? Vielleicht. Ist es richtig? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht ist das richtig. Ja, kann man sich darüber aufregen, man kann sich darüber dafür engagieren und man kann versuchen, wenn man mal was wählt, etwas zu wählen, was diese unsägliche Gesetze beseitigt in Deutschland, die das ermöglichen. Das ist eine Schande. Gut. So kommen wir von der Kryptographie direkt in
Politik. So, aber lassen wir es mal beiseite. Ich linke diese ganzen Seiten gleich noch irgendwie in dem Bericht auf YouTube. Ihr könnt euch das dann angucken. Wenn ihr Fragen zur Psi-Verteilung habt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, stellt Fragen unten in den Kommentaren und ich beantworte das dann und ich gehe dann nochmal drauf ein. Ansonsten denke ich, irgendwie sind wir durch und ich sag schon mal Tschüss. Und jetzt ist schon wieder irgendwie mein ganzer Kram hier weg. Super. So, und.